Hallöchen, willkommen zurück zu Dave the Diver. Ich kann das Spiel nicht weglegen. Ich habe gerade 5 Minuten Postgang gemacht, habe mir Mr. Tom reingepfiffen. Was Neues zu trinken geholt. Alter, was ist das denn? Eine Rippenqualle. Nice. Oh, hier gibt's gleich Muni und eine Kiste. Oh. Was ist jetzt los? Oh no. John Watson. Moment. Du warst es also, derjenige, der dem Meer geschadet hat. Du hast dich sogar übergeben, du ekelhafte Kreatur. Warte, das war nicht ich, das war... Keine Zeit für deine lahmen Ausreden. Jetzt, da du von John Watson, von Meeresblau, den Wächtern des Meeres erwischt wurdest, kommst du nicht so einfach davon. Ich verarbeite dich zu Fischfutter! Wow. Bist du wahnsinnig? Oh, mein Poseidon! Das ist alles deine Schuld! Du hast das der kostbaren See angetan. Du hast den Granatwerfer benutzt, du Vollidiot. Du bist derjenige, der mit Bomben um sich wirft. Und alles, was ich tue, ist, ein paar Fische zu fangen, damit das Restaurant läuft. Warum wirfst du nicht ein Auge auf die Fischereifahrzeuge, die für den Fang von Tausenden von Fischen verantwortlich sind, statt auf einzelne Taucher wie mich? Ja? Ja? Genug gelabert! Ich sorge dafür, dass du dein Maul hältst! Und los geht's! Ach du Scheiße. Besiege John Watson. Autsch! Du Sausack. Oh. Was ist los? Hä? Warum hat er da nach rechts gezeigt? Die ist aber ganz schön wütend, hä? Oh, schön, dass wir die Waffe aufgebessert haben. Ach. Er ist auch gleich nachgeladen worden, ja, geil. Hoffentlich kommt jetzt ein Hai vorbei. Ja, wie kannst du es wagen, dich gegen mich zu wehren? Ich bin John Watson. Ich war bei den Navy Seals. Merkt man nichts mehr von. Sollte das Warnung genügen? Also halte ich mich erstmal zurück, um die Umwelt zu schützen. Ja, du hast gerade alles zerbombt, du Vollidiot. Ich werde dich nicht ungestraft davonkommen lassen, wenn du weiterhin dem Meer Schaden zufügst. Wir beobachten dich. What the hell? Kann ich da auch rein? Ein Weg hat sich in John Watsons Fluchtrichtung aufgetan. Gehen wir mal da lang, um zum Signal zu kommen. Okay. Aber erstmal. Gibt's hier noch Sauerstoff oder so? In gewisser Weise ja. Auch interessant, dass keine Fische hier unterwegs sind gerade. Nichts zum Einsammeln, ne? Okay, hier geht's dann erst los. Zack. Blitzharpune. Stimmt, die Teile müssen wir einsammeln. Seil nehmen wir auch mit. Ups. Gut.
Ich wollte ihn eigentlich töten. Ach, warte. sehr seltsam, diese Blitzerbrune, muss ich zugeben. Gefällt mir nicht wirklich. Gefällt mir nicht wirklich. Erstmal stecken. Haben wir da gerade andere Fische irgendwie mitgeschockt? Ja, lass mal hier das Fangding mitnehmen. Kalksteinhöhle, ich weiß ja nicht so recht. Du bist neu. Hübsch ist er nicht, aber... Oh! Come on! Fuck on! Ja, ich muss das jetzt zünden, auch wenn es echt mies ist. Okay, das ignoriert er einfach weg. Atlantischer Seeteufel. Gut. Hätten wir das. Schade, ne? Also... Die Notfallschose... Sauerstoff hätten wir eigentlich für was anderes brauchen können. Aber naja. Jetzt aber schnell. Ich glaube, die Teile müssen wir auch platt machen. Oder? Kann ich hier ins Handy gucken? Nicht wirklich. Ich glaube, das sind nicht die Quallen, die wir brauchen. Das waren Spiegelei-Qualle und irgendwas anderes. Ja, je nach Rang gibt es halt mehr Fleisch, ne? Gleiches Gewicht, aber nur ein Drittel Fleisch. Gut. Gleiche Qualle. Oh, nice. Vielleicht ist da das Ding dabei, was wir brauchen. Beinknochen, ja. Nice. Muss ich in die Dornen reindrücken lassen. Haha, da war eine Muschel versteckt dahinter, die Sausäcke. Die Sausäcke.
wir schon mal hier sind, ne? Einfacher als das andere Gedöns. Dahinter haben sie echt oft was versteckt. What the frick? Tranquilizer-Gedöns, da kannst du auch. Kannst du, glaube ich, auch die hier in Stufe 3 fangen, oder? Ja, schläft, einsammeln. Ja, nice. Dann gibt's hier mal ein bisschen Gönnung. Weil die schlafen dann auch sofort. Nicht wie bei diesen, bei dieser Schusswaffe mit. Okay. Versehentlich getötet, weil er nicht eingepennt ist. Cool. Okay. Da pennt es wieder. Muss ich eher hier unten reinschießen, damit die pennen, oder ist das Zufall? Das ist, glaube ich, ein bisschen Zufall. Okay. Du wirst rausgeworfen. Dann nehme ich jetzt mal. Nehme ich das Teil jetzt mal und schmeiß alle möglichen Sachen rein. So, pass mal auf. 5,5. 3,8. Dann haben wir schon mal alles drin. Passt. Oh nein, ich bin wieder der krasse Hai. Krasse Hai macht mir so ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Weil wir gerade gar nichts gegen ihn haben, ne? Oh, Scheiße, der kommt nicht näher. Gott sei fucking Dank. Nice. Schlafen gelegt. An dem Hai vorbei, ohne mich zu töten. Das ist die Frage, ne? Oh shit, oh shit, oh shit. Oh fuck. Oh crap. Oh, ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. What the fuck? Oh no. Oh no. Nur ein Teil. Moment, die Unterwasserfrachtkiste ist auch nicht, Scheiße. Alles verloren. What the fuck? Ah, bin ich mal mich selbst. Wegschwimmen hilft nicht.
Wir brauchen was zum Töten für die Scheißdinger. Fuck. Ärgerlich. Super ärgerlich. Naja, die Kiste ist doch hochgekommen. Okay. Ey, was ist mit dir los? Yeah! Du scheinst heute so voller Energie zu sein. Ich habe eine Benachrichtigung über eine Bosskarte auf der einer Meereskarten-App gesehen. Es ist die Riesenkalmar-Bosskarte. Wow. 999 cm. Okay. Und wie hast du die bekommen? Die Karte ist extrem selten. Naja, ich war gerade auf dem Weg, eine Lieferung abzugeben und wie es der Zufall wollte. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber auf jeden Fall hast du erstaunliche Fortschritte gemacht. Versuch mal, alle seltenen Bosskarten zu sammeln. Da passiert bestimmt was richtig Gutes. Oh, crap. Ach, und wenn du dich in neue Regionen wagst, zum Beispiel in den Tiefen, dann wird die Meereskarten-KI ein neues Kartenpaket freischalten. Vergiss nicht, auch in den neuen Regionen Fischkarten zu sammeln. Tschüssi, tut tut. Neuer Inhalt, Marinka-Tiefseekarten gedöns. Ja, moin. So, Beinknochen abgeben. Oh, scheiße, ey. Öko-Widerstandsarmband. Was? Gibt's Sachen, die uns vergiften wollen? Come on. Ach, das ist so ärgerlich, ne? So fucking ärgerlich. Aber muss auch mal wieder sein. Damn it! Mies ist das. Immerhin haben wir einen orangenen Seestern. Also wenn wir nicht sterben, dann... sollte das eigentlich schon halbwegs passen, ne? Aber leichter gesagt als getan. Oh, wobei, wir sind ja nicht gestorben. Uns ist nur die Luft ausgegangen. Das ist völlig anderes. Natürlich, was völlig anderes. Schockharpunenspitze nehme ich mit. Dankeschön. Die Muschel auch. Wobei, die blauen brauchen wir wohl nicht. Silberschüsseln, ja, die geben nur 50 Gold, aber trotzdem nicht zu verachten, ne? Okay, Instant Sauerstoff. So, da oben ist auf jeden Fall noch ein Cooking Ingredient. Jetzt haben wir ihn an der Backe, ne? Ah. Was soll's? Oh, ärgert mich das, dass wir alles verloren haben, ne? So, immer eine verfassen ist wieder. Keine Blutspur. Na, jetzt so langsam. Oh. Ja gut, da war was. Schnell weg von der Moräne, dankeschön. 173 Meter nach unten rechts. Wäre beruhigter, wenn ich eine Waffenverbesserung hätte. Oder irgendeine Waffe, die mehr Damage macht.
Statt Elektrofeuer. Ja, komm, gib einfach mal. Ah ja, stimmt. Einen von denen müssen wir auch noch fangen. Für die App, oder? Jo, passt. Oder vielleicht nicht fangen, aber töten. Unschädlich machen. Das gute Schwert. Okay. Wir haben ihn getroffen, aber unter Einsatz und unter Kosten von viel Sauerstoff. Kein Problem. Wenn ich jetzt hier nach unten gehe, ich möchte weiter nach rechts. Oh. Nochmal Knochis. Den wollte ich eigentlich haben. Und eigentlich wollte ich damit auch treffen, ne? Eigentlich. Ich wollte auch vorhin eigentlich nicht sterben. Tranquilizer. Ja komm, nehmen wir jetzt mal ganz kurz. Dann holen wir uns hier den 3-Sterne-Ding. Neun Kilo. Wow. Dann lieber hier noch zwei kleine. Ja, 04. 04 passt. Ich weiß auch nicht, wofür man... Ja gut, das ganze Material vielleicht zum Waffen herstellen, aber... Vielleicht lassen wir das Zeug demnächst liegen. Noch mehr Knochen. Mehr viele orange Seesterne, die wir holen müssen. Okay, ich glaube, ich nehme das jetzt mal mit. Scharfschützengewehr. Drei Schuss sind drin. Oh ja, hat aber scheinbar eine gute Range, wenn das wirklich die komplette Range sein sollte, ne, die wir gerade gesehen haben. Nicht nur die grobe Richtung. Ich möchte nicht durch die Kalksteinhöhlen, wenn ich ehrlich bin. Na gut, andererseits müssen wir noch hier runter. Was kann ich hier groß rausschmeißen? Irgendwas, wo ich sage, muss nicht sein. Oh. Muss eigentlich alles sein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Teile das nicht wert sind. Sehe ich was mit der Sniper geschossen? Okay, probieren wir das Ding mal aus. Nur einen Stern, weil wir es weggeballert haben, aber ich wollte es ausprobiert haben. Also schmeißen wir das Ding gleich raus. Ist das nicht nach... Nee, das ist wirklich nicht nach Fangzeitpunkt gegliedert. Hier irgendwas Neues drin, oder?
immer noch das alte nach der Entführung. Sieht nicht neu aus, ne? Ich glaube, das ist nur Sauerstoffverschwendung. Aber wer weiß. Nö. Interessant, dass hier auch wirklich der Sauerstoff jetzt weggeht. Ich glaube, das erste Mal, wo wir hier waren, storymäßig, war da kein Sauerstoff aber auch da. Ah, macht schon Sinn, das hier so zu handhaben, ne? Na gut. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch 81 Meter runterkommen, damit wir mit der Story weitermachen können. 103 Sauerstoff sind noch am Start. Ah, du lässt uns bitte in Ruhe. Brave Barracuda. Haben wir von euch schon jemanden eingesammelt? Jupp. Scheinbar. Von den Schriftbarschen. Schön, dass wir hier Sauerstoff kriegen. Auch voll scheinbar. Blaues Loch, Tiefen. So. Die Stirnlampe geht an. Genauso meine Paniksensoren. UV-Licht. Taschenlampe, die eine spezielle Sicht abgibt, lässt Röhrenwürmer zurückweichen. Röhrenwürmer weichen vor UV-Licht zurück. Okay. Okay, das ist ein Hintergrundfisch gewesen. Ah, komm. Alter, der hält aber auch was aus, ne? Come on. Zack, an die Wand gedrückt. What the hell? Eine Rotbrasse, immerhin was Neues. Ein Unterwasserscooter. Ja, nee, haben wir den anderen schon rausgepackt. Schlangenstern ist neu, definitiv. Und du wirst auch neu. Ein richtiger Anglerfisch. Ah, zieht eine Blutspur. Eine Tigermuräne. Oh, das muss die richtige Stelle sein, aber Röhrenwürmer blockieren den Weg. Dr. Bacon, hier blockieren Röhrenwürmer den Weg. Gibt's eine Lösung? Ah, mal sehen. Ah, richtig, Röhrenwurm verabscheuen UV-Licht und werden ihm ausweichen. Du hast nicht irgendwo ein UV-Licht dabei, oder? Oh, du hast schon eins. Richte das Licht auf sie. Es ist aber auch eventuell mit Nahkampfangriff. Ah, aber das hier kannst du dann einfach so. Oh. Toll. Da muss ich ja wirklich noch mit. Oh, das Regen, der regeneriert. Das recharged. Nice. Was ist das hier? Ein Schild, das nach unten rechts zeigt. Todesfalle. Katzenfutter? Soll ich es Momo geben? Oh. Hm, weiß ja nicht. Bist du freundlich oder nicht? Ein Spaten. Oh nein, du bist definitiv nicht freundlich. Soll ich einfach umschießen? Das wird doch nicht reichen. Oh. Oh! Was, du bist auch nicht freundlich da unten?
Oh, okay, es ist weg. Es ist weg. Riesenmaulhai. Hm, ich weiß ja nicht. Der Boost funktioniert nicht. Gespannt hier. Okay, jetzt kann ich ihn benutzen. What the hell? Sollten wir vielleicht machen, wenn wir in Gefahr sind. Das Ding sieht halbwegs freundlich aus da oben, aber ich glaube, je weiter unten du bist, umso mehr fieses Zeug kommt. Angekrochen. Schwere Spitzhacke, sie hat scharfe Spitzen, in der Lage sind, hartes Gestein aufzubrechen. Kann sogar spezielle Mineralien mit einem hohen Härtegrad abbauen. Okay, manche Mineralien können nur mit Spitzhacke abgebaut werden. Beschaffe dir mit der Spitzhacke wertvolle Mineralien und werte deine Waffen auf. Okay. Krasser Scheiß. Okay, das füllt wirklich komplett auf. So, bist du freundlich? Ja. Deswegen töten wir dich jetzt hier. Oh, hab ich vergiftet, die Sau. Also, es kämpft zurück. Oh, come on. Ah, was schmeißen wir denn jetzt raus? Sachen, die wir eigentlich schon haben, ne? Aber die zwei brauche ich. Ja, das sind nur 0,2, ne? Machen wir trotzdem raus. Oh, das sind halt schon... Oh, Mann. Okay, Zackenbarsch wieder weg. Die sind neu. Reicht das schon? Nein. Das reicht nicht. Ich glaube, ich schmeiß eins von euch weg. Fleisch einer Chimäre. Alter Lachs. Ja, die Sojasauce lassen wir. Klopf, klopf. Ja, 22 Meter nach oben. Oder hätten wir hier die Bombe hinklatschen sollen? Lass uns mal hier die Bombe hinmachen. Ach, mit RT kannst du sie dann aktivieren. Ah. Das ist der Remote Control. Okay, bringt nichts. Gut zu wissen. Dann nehme ich doch lieber das UV-Licht jetzt wieder mit. Wer weiß, ob du das vielleicht nochmal brauchst. Das hat aufgehört, sich aufzuladen, als... Okay. Ich dachte, wenn es da rumliegt, dann würde sich das trotzdem aufladen. Aber scheinbar nicht. Oh, so ein neues Ding, was wir nicht jetzt... Nee, scheiße, ne? Seeschlangenpeitsche. Und nein, eine lebendige Seeschlange. Gewisse Kreaturen werden mit einer gewissen Chance vergiftet. Wie gut!
Das gefällt mir. Wobei das hier nach diesem speziellen Edelstein aussieht, ne? Alter, wie kommen wir denn da rüber? Ich hab ein bisschen Schiss, ne? Nee. Ich suche eine Notausstiegskapsel. Könnte das nächste Mal einfach nur dahin gehen, ohne großartig was zu töten und so. Aber die Königskrabbe, da würde ich auch gerne umklatschen, ne? Alter, so viele neue geile Sachen hier unten. War das unser längster Tauchgang auch oder nur der tiefste? Der längste und der tiefste und am meisten Sachen gefunden. Ja, ordentlich Seetrauben. Die VIP nehmen wir auch noch mit. Also, manche Mineralien können nur mit der Spitzhacke abgebaut werden. Haben wir gesehen. Okay, das ist die Bewerberliste. Gut. Lass uns doch gleich mal eventuell sogar beide einstellen. Hallo zusammen, hier ist Yui von die besten Sterneküche. Wir sind wieder bei Banco Sushi. Ich frage mich, welches Sushi der Koch vorbereitet haben wird. Ich habe Quallen-Sushi vorbereitet. Qualle? Das passt doch eher zur chinesischen Küche. Hast du wirklich gedacht, du könntest Vincent Yamaoka mit einer nicht traditionellen Zutat irgendwie beeindrucken? Keine Chance. Du bezeichnest dich selber als Feinschmecker. Vielleicht solltest du erstmal probieren, bevor du urteilst. Puh, also schön, dann bring es rüber. Also gut! Ich werde dir eine Portion Quallen-Sushi bringen. Tja. Tisch. Schön gemütlich. Wow, das ist also die Qualle, ja? Ihr Fleisch ist ganz durchsichtig und die weißen Punkte sehen sogar recht hübsch aus. Was? Das wurde mit zusammengedrücktem Reis zubereitet. Du hättest Gunkan-Maki verwenden sollen, damit er nicht abbröckelt. Es wird noch trocken. Probier es bitte. Es ist schon gewürzt. Tja, es wird scheußlich schmecken, aber ich bin im Fernsehen, also was soll's. Leicht übertrieben, ja? Vincent, dieser Gesichtsausdruck. So geil! Es ist exzellent. Ich schmecke das Meer vom ersten Bissen an und das Quallenfleisch ist dicht und saftig. Und irgendwas platzt da in meinem Mund beim Kauen. Könnte das Rogen des fliegenden Fisches sein? Moment, nein. Der ist kleiner. Kaviar? Nein. Der würde den Quallengeschmack überdecken. Ist das etwa? Ja. Ich habe die Qualle auf ein paar Meertrauben gebettet. Saftige Qualle und Meertrauben. Oho, das ist das Meer. Ich schmecke das Meer. Das Meer, wo alle Schnecken tanzen und steppen. Oh, ich muss zugeben, dieses Sushi ist hervorragend und zeugt von einer tiefen Kenntnis der verwendeten Zutaten. Aber warum eigentlich diese exotischen Zutaten, statt die schon bewährten zu nehmen? Der erste Grund ist der Geschmack. Qualle hat einen milden Geschmack bei gleichzeitig festem Fleisch, wodurch man sie perfekt mit Geruch und Geschmack von Meertrauben kombinieren kann. Und der zweite Grund ist das schiere Potenzial. Es gibt so viele Zutaten da draußen. Sich nur auf ein paar klassische Zutaten zu beschränken, würde bedeuten, all die unendlichen Möglichkeiten zu ignorieren. Oh, danke für diese tollen Schlussplädoyer, Bancho. Aber jetzt ist der Moment für die Bewertung gekommen, Vincent. Gut, dann fangen wir mit der Bewertung an.
Der Moment ist gekommen. Vincent schien das Quallensushi sehr zu mögen und Herr Banco, Bancho, wie auch immer, ist der Erfinder dieses Gerichts. Und? Welche Bewertung gibst du? Ich gebe Bancho Sushi 80 Punkte. Ist das nicht etwas niedrig? Du warst doch so begeistert. Ich werde es erklären. Das Sushi war in der Tat köstlich. Aber das Ambiente lässt doch etwas zu wünschen übrig. Es geht ja nicht nur ums Essen. Die Tatsache, dass man hier nur einen grünen Tee bekommt, bei diesem wunderschönen Ozean direkt vor der Tür. Romantik. Hier fehlt es an Romantik und einem gewissen Verständnis für Kunst. Daher nur 80 Punkte. Aber als besondere Belohnung gibt es von mir einen Kühlschrank. Wenn man hier in Zukunft kaltes Bier bekommen würde, würde ich sogar 100 Punkte geben. Das wäre perfekt. Wow! Bin ich anders von dir zu erwarten, Vincent. Das war ein richtig guter Tipp. Und wie hat euch heute die besten Sterneköche gefallen? Wir freuen uns jedenfalls schon auf ein kaltes Bier mit dem ausgefallenen Sushi von Banco Sushi. Bis zum nächsten Mal, eure Yui! 1000 Gold, 50 Likes, wow! 50 fucking Likes. Neuer Inhalt, Bier. Schnieke. Gäste werden jetzt hin und wieder nach dem Essen Bier bestellt. Nach dem Essen, okay. Schenke ihnen Getränke ein, sorge für zusätzlichen Umsatz. Nice. Super lange Folge und die ist auch noch nicht zu Ende. Wir müssen den Abend ja noch früher rumkriegen, ne? Wow, Banco, das war großartig. Sogar dieser Snob Vincent hat dich gelobt. Er hat wohl wirklich einen guten Geschmack. Und mit dem letzten Kommentar hatte er nicht Unrecht. Sollen wir ab jetzt auch Bier verkaufen? Scheinbar. Also gut. Wir können uns beide leisten. Also wir holen uns Raoul. Anheuern. Unterschreiben. Und Davina anheuern, unterschreiben. So. Oh. Wir brauchen da noch Goldstatus. Ja, moin. Also, du kommst in den Service, mein Lieber. Dann trainieren dich auch gleich mal. Alles auf 91. Versuchen wir gleich mal die erste Fertigkeit freizuschalten. Meister der Zutatenvorbereitung, 10% Chance, die Anzahl der Teller zu erhöhen. Okay, er sollte vielleicht dann in die Küche gehen. Dann werden wir ihn... Oh, halt. Entfernen wir ihn hier. Kommt in die Küche. Und hier kommt... Carolina, wie auch immer, zum Einsatz. Da wird keine neue Fähigkeit freigeschaltet jetzt. Okay, dann trainieren wir dich. Für 150 geht das schon. Und sie kann den Wasabi auffüllen. Ja, nice. Ist nicht so wichtig wie Getränke, aber hey. Ja, also statsmäßig würde ich die zwei zwar tauschen, aber Extrateile lassen wir. So, forschungsmäßig haben wir nichts mehr. Meertrauben-Quallen-Sushi. Wow, ist das schweineteuer. Wir können es nochmal veredeln. Machen wir einmal... Wir könnten es nochmal veredeln, dann würden wir aber alle Quallen verbrauchen. Lassen wir. Lassen wir. Das veredeln wir aber, dass der Geschmack auf 90 geht. Langnasen-Chimären-Sushi wird auch einmal veredelt. Sägehai. Da, Level 5. Oh. Veredeln, 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 bis wir nichts mehr übrig haben von dem Zeug, ne? Oh, passt. Dann lass uns mal Geld verdienen. Zwei davon. Alle drei hiervon.
Ja, kriegen wir verkauft. Ah, das ist ein bisschen viel. Ah. 20 habe ich hiervon. Das geht nicht mehr als 6 oder... Oh doch, mit 22. Holy fuck. Wir machen da mal erstmal 5 Stück. Okay, grüner T1, Bier 30. Wow. Wir öffnen. Und gucken mal, wie das läuft. Extra schnell kochen, 2 krasse Bedienungen. Eine Bedienung für auch Tee. Eine für die Wasabi machen kann. Dish. Okay, es sind schon ein paar Sachen ausverkauft. Ich lasse trotzdem mal hier Sachen nicht auf die Karte. Also ich bin hier auf jeden Fall fürs Aufräumen zuständig, wie es ausschaut. Oh nice. Du bist nicht nur für Tee, sondern auch für das Bier zuständig. Circa 20% Schaum einfüllen. Oh. Ja, nicht so gut, ne? Wo verhältst du mich? Kleinen Schaumbär. Wir haben immer noch 6 Teile. Aber die brauchen wir wohl nicht mehr. 5. Ja, das mit dem Bier müssen wir noch üben. Nice. Ordentlich abgecashed, oder was? Ooh, 2500 Nettogewinn. Oh, holy fuck. Holy fuck. Und das nächste Level. Extrem nice. Kling. Es regnet. Okay, Yui Love hat einen neuen Beitrag hochgeladen bei Cookstar. Gleich mal erstmal die Beiträge angucken. Wunderbares Tiefseefisch-Sushi. Sehr hübsch gemacht. 1004 Likes, wow. Dieser Ort hat sogar Vincent beeindruckt. Ein unvergessliches Bild. Ha. Holy. Also, Rangaufstieg. Bams. Dann lassen wir es noch kurz auf Cookstar bewerten. Gucken, wie die Cutscene jetzt aussieht. Oder ob das das gleiche ist. Ich nehme mal nicht an, dass es das gleiche ist. Oder? Nope. Bing. Nice! Gold. Zack, Küchenpersonal. Nice, da kann ich auch die Küche, das Küchenpersonal einspannen. Also er ist aber auch hier ordentlich am Showcasen, ne? Machst du Sport? Alle Energie kommt aus den Muskeln. So, dann packen wir dich auch noch in die Küche. Trainieren wir sie mal. Trainieren wir sie mal. Ich weiß nicht, was Erwerb ist, aber hey. Unwiderstehlicher Charme. Charisma wird dauerhaft erhöht. Das heißt, sie sollte eigentlich in den Service gehen, ne? Egal. Sollen wir... Komm, ich mach nochmal ein Training. Ich will wissen, was... was geht, wenn wir sie auf den, auf das zweite Ding pushen? Das ist schon 600. Holy fuck. T1.
Tippmeister. Holt er immer Tipps? Also Tipps im Sinne von Trinkgeld. Ja, das haben sie schlecht übersetzt. Okay. Trinkgeld am Start. Mit Level 7 kriegen die das. Ich hab doch hier... Sie starte ich an. Füttern wir mal. Gewöhnliches Katzenfutter. Ekelerregend. Da, wo die Leute essen, ne? Pfui Teufel. Pfui Teufel. So, forschungsmäßig. Sternkugelfisch. Kugelfische. Meertrauben-Spezial-Sushi. Das klingt schon eher... Ich liebe diese Animationen. Die sind super. Die sind klasse. Lange Folge, ne? Lange Folge. Spezial, spezial, spezial. So. Okay. Das liken wir dann auch noch. Himmel, es wurde veröffentlicht. Und sie haben gute Sachen gesagt. Okay. Wacko Sushi, wow. Bams, like. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Seine Fotos werden auch immer besser. Haha. Ah. Wir müssen dem Signal folgen. Das machen wir in der nächsten Folge. Leute, macht's gut. Bis dann und ciao.